Hey Freunde, herzlich willkommen auf Ben Master Toys, der Kanal von Ben Masterful für Sammelkarten und Sammelfiguren. Also Ben Masterful bin ich. Und ihr habt euch mal wieder ein paar Lego-Sammelfiguren gewünscht und ich habe mir zu diesem Zweck in den letzten Wochen, ich glaube, wie oft kommt die raus? Einmal im Monat? Ich habe gerade gesehen, ich habe die Zeitschrift Nummer 1 doppelt. Na gut, dann legen wir mal eine zur Seite für ein riesen Zeitschriften-Spezial irgendwann nochmal. Das ist jetzt die neue Serie Lego Hidden Side. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall gibt es neue Magazine mit neuen Sammelfiguren und ich habe hier 1, 2. Oh, okay, 1. Hier ist die 2. Ah, da haben wir Ausgabe 2. Pass auf, machen wir das nochmal chronologisch. Falls ihr euch die nachbestellen wollt, damit ihr auch wisst, welche Zeitschriften es sind. Nummer 1 ist aus Oktober, November 2019. Dann habe ich hier die 2 aus November, Dezember 2019. Die Ausgabe 3 ist Dezember, Januar 2020 quasi. Oder 2019, 2020, je nachdem. Und die Ausgabe 4 ist Januar, Februar. Das heißt, es kommt jetzt nochmal eine für Februar, März. Das wäre dann Ausgabe 5. Ich habe aber keine Lust mehr zu warten, denn ihr habt euch unbedingt wieder Figuren gewünscht. Und ich warte ja schon seit Oktober, dass ich mir die neuen Figuren endlich mal angucken kann. Also ich packe hier alle 4 Figuren aus. Wir gucken natürlich auch direkt in die Zeitschriften rein. Ah, das ist natürlich immer doof. Ah, schade für Sammler, die auch Zeitschriften sammeln. Zu denen gehöre ich jetzt nicht. Hier ist die erste Figur. Das ist der Jack. Schauen wir uns gleich an. Achtung, Jack Geister. Achso, Achtung, Jack Geister. So heißt das. Alles über die Geister. Hier gibt es coole Extras. Ich glaube, ich muss mir die echt mal durchlesen, damit ich halt weiß, was das für eine neue Lego-Serie überhaupt ist. Ich habe die einfach nur gesehen, habe mir gedacht, oh cool, die will ich haben. Wegen den neuen coolen Figuren. Kennt ihr die Serie schon? Hier ist auch ein Comic mit drin. Wer Bock hat, kann mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ist denn das für eine Serie? Kann man die irgendwo im Fernsehen gucken? Und oh, hier die Lego Batman Serie und Figur. Da habe ich auch schon ein richtig cooles Video zu gemacht. Verlinke ich euch mal, wenn ich dran denke. Ach, ich verlinke euch. Nee, doch, ich verlinke euch das. Natürlich, unten in der Videobeschreibung sind auch wieder andere coole Lego-Videos verlinkt mit anderen coolen Lego-Sammelfiguren. So, schauen wir mal. Ausgabe 2 kommt am 2. November. Ich weiß nicht, ob ich wieder 4 oder 5 Zeitschriften sammeln werde von Hidden Side. Das hängt natürlich davon ab, wie sehr gefällt euch die Serie. Aber schauen wir uns erstmal den Jack an. Guck mal, der hat so eine Kamera dabei. Was hat er noch? So ein Smartphone, so eine Art Handy. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Sind das hier wieder Limited Editions? Und übrigens, 2 Poster sind hier auch noch bei von Lego Hidden Side. Jack ist Skater, Vlogger und Geisterjäger. Also genauso wie ich. Okay, ich bin kein Geisterjäger. Aber ich bin so ein bisschen Vlogger, ne? So das, was man hier auf YouTube macht, ist ja auch so ein bisschen Vloggen. Also Hidden Side, wahrscheinlich eine Geisterserie. Halten wir das erstmal so fest. Achso, Zeitschrift kostet immer 3,99. Und jetzt endlich genug rumgeblubbert. Ich weiß nicht, sind es... Also hier steht nichts von Limited Edition. Bei Lego Ninjago steht ja immer ganz fett limitiert oder Limited Edition drauf. Weiß jetzt nicht, ob diese Hidden Side Figuren hier limitiert sind. Weiß ich nicht, kann ich euch nicht beantworten. Zumindest steht es hier nicht, aber ich könnte es mir trotzdem vorstellen, dass es halt nur so viele Figuren gibt, wie es auch Zeitschriften gibt. Also die werden natürlich nur limitiert hergestellt, nicht unendlich. Also ist im Prinzip jede Figur in irgendeiner Art und Weise limitiert. Ich glaube, ich habe alle Teile rausbekommen. Und dann versuchen wir den mal zusammenzubauen. Das ist jetzt gar nicht so schwer. Oberkörper, Unterkörper. Dann haben wir den Kopf und wir haben hier sogar wieder 2 Seiten des Kopfes. Einmal hier so ein... Und auf der Rückseite so ein böses Gesicht. Die Rückseite können wir allerdings durch diese Kopfbedeckung, wie ich hier sehe, schön verdecken. So, das macht einmal Klick und dann von hinten ist das wie so eine Art Mütze. Und ich sehe gerade, ich vermisse den Stock. Ist die Frage, ist das Ding hier noch drin? Oft bleibt auch beim Auspacken was hier oben dran kleben. Aha, Stock weggefallen, da ist er. Den habe ich auf meinem schwarzen Untergrund hier fast gar nicht gesehen. Wir haben dann also den Stock. Da kommt dieses kleine Ding einfach drauf. Oben kann man dann die Kamera... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre beweglich. Also man kann hier die Kamera so ein bisschen reinmachen. Ich würde sogar sagen, die kommt andersrum ran. Weil wenn er das jetzt so hält... Ja, guck mal, ist ein Selfie-Stick. Haha, ein Selfie-Stick, jawohl. Und dann hier nochmal sein Smartphone. Das kann er in die andere Hand nehmen. So, und da ist er auch schon. Wie hieß die Figur? Jack. Jack mit Selfie-Stick, Kamera und Smartphone. Ausgabe Nummer 2 haben wir... Was ist das? Ein Zombie? Ah, ein besessener Pizzabote. Der bringt eine italienische Pizza.
Pizza. Auch hier wieder mit zwei Köpfen. Also ist das vorne und hinten oder sind hier tatsächlich zwei Köpfe drin? Bin ich ja gespannt. Dann hat er so ein cooles Schlachtermesser dabei und die Pizza. Damit kann man natürlich richtig schön auch spielen. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so der Spieltyp, ich bin ja der Sammeltyp. Auch in Ausgabe 2 sind wieder zwei Poster der Lego Hidden Side Serie. Und aha, guck mal, wir haben die Frage schon beantwortet. Hier kann man den Kopf drehen. Das war als Jack-Serie oder Figur 1. Und hier haben wir jetzt die, ja, besessener Pizzabote Figur 2. Hier sind tatsächlich zwei Köpfe drin. Schauen wir mal rein. Ich empfehle euch, diese Tüten immer vorsichtig zu öffnen, weil die reißen leicht ein. Wenn man das ordentlich öffnet, kann man die hinterher wieder gut verschließen. Weil ich bewahre meine Figuren da drin immer noch sehr, sehr lange auf. Also alle meine Lego Ninjago Figuren. Ich habe bestimmt schon über 30 Stück, weil ich auch schon seit Jahren die Lego Ninjago Zeitschriften sammle. Und ich habe die alle noch in den Original, ja, ich sag jetzt mal Beuteln, den Originalbeuteln drin. Das sind, glaube ich, jetzt alle Teile. Wir haben hier wieder Oberkörper, Unterkörper. So, hat auch ein cooles T-Shirt an mit so einer Pizza drauf. Das wäre ja genau meins, ne? Dann haben wir einmal den normalen Kopf. Da gibt es nur von vorne ein Gesicht. Dann haben wir hier den Zombie-Kopf. Okay, der sieht so ein bisschen, das ist so ein leicht transparenter Kopf. Sollen das Flammen sein, die da im Kopf rumspuken? Ich würde erstmal sagen, wir ziehen den Pizzaboten mit dem Zombie-Kopf an. Dann gibt es hier eine richtig coole kleine Cappy, sogar in derselben Farbe wie meine. Wie cool ist das denn? Dann haben wir das und dann hat er natürlich noch die Pizza. So, wie auf dem Bild. Und dann noch hier, was ist das? So eine Art kleines Schlachtermesser. Warum auch ein Pizzajunge, ein Pizzalieferant, ein Pizzabäcker, wie auch immer, so eine Art Messer braucht oder Beil oder wie auch immer man das nennt? Finde ich ja schon mal kurios. Also, wir haben hier besessener Pizzabote mit einem zweiten Kopf. Jetzt bleiben noch Figur 3 und 4 und ihr seht hier bei Figur 4 ist sogar noch was dabei, nämlich ein Stickertütchen von der Jurassic World Sticker-Serie. Auch bei Serie 3 haben wir wieder zwei Gruselposter, außerdem 14 Seiten Comic, das war bei den anderen zwei Zeitschriften eben auch schon. Also viel Lego-Comic und hier haben wir jetzt, wenn die Schule böse wird. Ein cooles Extra. Hier gibt's Geisterjäger Power mit zwei Gesichtern, Handy und Laptop, einen Lego-Laptop, wie cool, Alter. Auch das eine Gruselposter sieht ja mal mega aus, ne? Auf die Geister. Oh, also auf jeden Fall bisher, die Figuren gefallen mir ganz gut. Dann machen wir sie mal ab. So, schauen wir, bevor wir uns hier, wie heißt sie denn? Heißt sie Parker? Kann das sein, dass die Figur Parker heißt? Ja, sieht tatsächlich so aus. Hier steht auch Parker drauf. So, nochmal Tesafilm ab. Und hier sieht es so aus, als würde es auch noch ein Lego-Set dieser Schule geben. Enthüllt. Eine App gibt es irgendwie auch noch. Weiß ich, ob das ein Spiel ist. Es gab mal eine richtig coole Playmobil-App. Ich glaube, ja, Playmobil Ghostbusters war das. Genau, die App war richtig cool. Heldenakte Teil 2. Oh, also es geht hier die ganze Zeit, so wie es aussieht, um Geister. Ja, so ein Geisterhund. Ist im Prinzip ja genau mein Fall. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Scooby-Doo. Kennt ihr Scooby-Doo? Hier auch wieder Lego Batman Magazin. Da habe ich auch schon mal, ich habe es ja schon gesagt heute, ich glaube, alle, die es gibt, ausgepackt. Ich habe zumindest alle Figuren aus den Zeitschriften. Ich glaube, eine Batman-Zeitschrift habe ich noch da mit einer Figur. Ich glaube, die mit der Superman-Figur. Und bei Lego Ninjago habe ich auch mal einen Vergleich gemacht mit den Original-Lego-Figuren und den Lego-Fake-Figuren aus China. Müsst ihr einfach mal eingeben, Fake Lego Ninjago Ben Masterful, dann kommt ihr da zum Video mit den Fake-Lego-Figuren. Und ich glaube, das gleiche wollte ich auch irgendwie nochmal mit den Batman-Figuren machen. Nur man bekommt die Fake-Figuren nicht immer auf eBay gekauft. Manchmal sind Leute so frech und haben die Fake-Figuren ganz normal bei eBay Deutschland eingestellt, was ja verboten ist, dass man Fake-Figuren auf eBay verkauft, aber einige sind so frech und machen das ab und zu. So, hier haben wir jetzt die spukende Schule, die sieht richtig cool aus, ne? Da habe ich richtig Lust, das würde ich so gerne aufbauen, wenn es denn dieses, ja, diese Schule, wenn es die denn gibt. Und natürlich sehr, sehr viel Comic drin und die nächste Ausgabe, hier haben wir zum Beispiel Lego Ninjago Magazin, da habe ich auch jetzt, glaube ich, ein ganzes Jahr gesammelt, fast. Auf jeden Fall so 5, 6 Zeitschriften habe ich schon wieder von Lego Ninjago, die ich noch nicht mit euch ausgepackt habe. Das letzte Video waren ja die Just Kick It Zeitschriften. Heute sind es die Hidden Side Zeitschriften. Beim nächsten Mal sind es wahrscheinlich die Lego Ninjago Zeitschriften. Und irgendwann auch wieder nochmal die nächsten Hidden Side. Also Parker mit Laptop.
Desktop. Und einmal aufgemacht, reingeschaut, ausgekippt. Ne, da muss man immer aufpassen. Und hier bleiben die Sachen gerne kleben. Das ist ja logisch. So, dann nochmal abtasten, ob noch irgendwas drin ist. Hier 1:1 Größe. Hier ist wieder ein Smartphone dabei. Auch hier haben wir wieder einen Unterkörper. Wir haben einen Oberkörper. Das kennt man ja. Dann haben wir wieder einen Kopf mit zwei Gesichtern. Da sieht man gleich. Aha, Frau. Von der anderen Seite. Ach, guck mal, so mögen wir das doch viel lieber. Eine glückliche Frau mit coolen pinken Haaren. Okay, das würde auch gehen. Ist aber natürlich falsch. So rum haben wir das gerne. Das sieht doch cool aus, oder? Dann haben wir noch den Laptop. Okay, hier ist jetzt... Oh, den kann man zusammenklappen. Ach, wie cool ist das denn? Man kann den Laptop sogar noch zusammenklappen. Und es steht auch noch Lego drauf. Das ist ja mega. Und dann kann sie den wahrscheinlich auch noch in die Hand nehmen. Oh, guck mal, Leute. Das ist ja mal eine richtig coole Sache. Man kann ihn wieder aufklappen und selbst dann kann sie ihn in die Hand... Nee, dann nicht mehr so gut. Dann müsste man was... okay. Aufgeklappt hält er in der Hand nicht mehr so gut. Nö, fast sogar gar nicht. Also aufgeklappt müsste man den irgendwo hinstellen und zum Tragen muss man den halt zusammenklappen. Und dann ist da noch das mega coole Handy dabei. Keine Ahnung, welcher Hersteller hier so ein bisschen imitiert wird. Und fertig. Da haben wir Parker. Auch die Jeanshose sieht cool aus. Also man gibt sich da echt Mühe bei diesen kleinen Figuren. Qualität ist natürlich immer Lego geil, ne? Also Lego hat schon ordentliche Qualität. Wenn ihr das mal mit den Fake-Figuren vergleicht, gar kein Vergleich. Also total, total viel besser. Also Parker ab, wieder zurück in die Tüte. Und zack, boom. Und jetzt mache ich das, weil ich das ja so ordentlich geöffnet habe, einfach wieder vorsichtig zu. Und hier ist die Figur sehr gut drin geschützt. Das war jetzt Ausgabe Nummer 3. Und zack, die Bohne haben wir auch schon Ausgabe 4 am Start. Hier haben wir El Fuego. Ja, wir wissen das. Ich liebe Action. Cooler Helm am Start. Und sogar Feuer. Aha. Geisterjäger immer bereit. Das war doch Jack, oder? Der Name war ja sogar richtig. Jack ist das. Und wir gucken uns erstmal hier. Ah, verdammt, wieder abgerissen hier. Wir gucken uns erstmal das Stickerpäckchen an. Also beim Aufkleber könnte man bei den Zeitschriften echt nochmal ein bisschen was besser machen. Ich habe jetzt jede Zeitschrift ein bisschen eingerissen wegen diesem Teaser-Film. So, und dann gucken wir uns mal die Stickertütchen von Jurassic World an. Da habe ich auch schon zwei Videos dazu gemacht. Das nächste Video wird kommen. Ich habe nämlich alle Sticker von Jurassic World beisammen. Ja, also, ich glaube, der dritte Kinofilm kommt jetzt auch bald in die Kinos. Und wenn es dann schon eine Sticker-Serie zu dieser coolen Jurassic World Filmreihe gibt, wäre das natürlich absolut mega. So, das Wahnsinn. Das einmal im Schnellverfahren und dann gucken wir uns mal El Fuego an. Ja, wenn man hier ein bisschen vorsichtig ist, es geht auch ohne, aber trotzdem finde ich das Teaser-Film einfach zu stark. Zumindest, wenn man die Zeitschriften irgendwie auch sammeln will. Ich habe früher auch Zeitschriften gesammelt. Ich habe früher in meinem Zimmer so ein richtiges Regal gehabt, wo ich jede Zeitschrift irgendwie gesammelt habe. Früher gab es ja nichts anderes. Wir hatten ja nur Zeitschriften. Natürlich gab es auch Sammelkarten und Figuren, aber Lego-Zeit, also allgemein Zeitschriften, früher war das der Hit. Vor allem die Zeit der ganzen Demo-CDs für PC und PlayStation 1 zum Beispiel. Da gab es in den ganzen PC-Zeitschriften immer so CDs mit dabei, wo so Software, Freeware, Demo drauf waren, Demo-Spiele. Das war eine coole Zeit. Diese Zeit vermisse ich total, dass man wirklich in den Kiosk reingegangen ist und sich die Zeitschriften angeguckt hat. Und man hat sich dann überlegt, welches Game möchte man dann gerne mal als Demo zocken. Und dann hat man sich halt die Zeitschrift geholt, wo eine CD dabei ist, wo das Spiel als Demo-Version drin ist, was man sich gerne kaufen möchte. Ich meine, heute kann man das natürlich alles runterladen, ne? Aber früher, wie gesagt, da gab es CDs in Zeitschriften. Das fand ich, war eine mega geile Zeit. Wer die Zeit auch vermisst, einfach das Video liken. So, wir haben hier wieder Unterkörper, Oberkörper. Dann haben wir hier den Kopf und auch hier, guck mal, wir nehmen den Mutigen. Ja, er kann auch ein paar Schrammen im Gesicht vertragen. Knochenbrüche, kein Problem für El Fuego. Dann haben wir hier den coolen Helm. Das ist aber mehr so ein Standard-Lego-Helm, also der ist jetzt nicht so besonders. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, es sieht so aus, als wäre hier kein Visier dabei. Normalerweise haben die kleinen Lego-Helme hier immer noch so ein Visier davor. Dieser Helm scheinbar nicht oder es liegt hier wieder irgendwo rum. Dann haben wir hier so eine Art kleinen Feuerlöscher. So, den kann er ja schön in die Hand nehmen. Und dann gibt es ja noch die Flammen. Die steckt man auch ganz einfach so zusammen. Die stellt man hin und dann ist das Feuer und hier El Fuego kommt angelaufen und löscht das
Feuer. So, also El Fuego ohne Visier am Helm. Ich guck nochmal. Wenn man so die Tüte abtastet, hat man vielleicht auch Glück, dass da noch was drin ist. Aber nein, es gibt kein Visier bei El Fuego. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Visier dabei? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Wenn man hier reinguckt, findet man das Visier natürlich eher nicht. Aber es soll ja dazu dienen, dass El Fuego heil bleibt, nicht einstaubt, nicht ausbleicht von der Sonne. Deswegen bewahre ich diese ganzen Figuren hier immer in diesen Tüten auf. 4 Zeitschriften. 4 Figuren. Ich hoffe, Hidden Side hat euch gefallen, Leute. Infos zur Serie, wenn es eine gibt, gerne in die Kommentare. Ich bin ja mehr so der Figuren- und Sammelkarten-Sammeltyp. Ich sammle Lego Ninjago ja auch nur, weil die Figuren so cool sind und nicht, weil ich die Serie toll finde. Versteht ihr? Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Schaut auch die anderen verlinkten Videos unten in der Videobeschreibung. Ich habe bei jedem Video immer Videos verlinkt. Also falls ihr mal Langeweile habt, Ben Masterful oder Ben Master Toys einschalten. Beste. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.